Okay, das einzige Blöde ist jetzt natürlich irgendwie dadurch, dass ich jetzt hier vorne durch das Tor gegangen bin, weil ich dachte, dass sich dadurch vielleicht nochmal was verändert. Haben wir jetzt gar keine Veränderung mehr irgendwie, wenn wir durchs Tor schauen. Das ist blöd. Oder müssen wir erst fokussieren nochmal? Nee. Ja, das ist jetzt, ist jetzt blöd. Aber hier durch? Da fängt's an. Ja, das kann auch jetzt aber nicht... Hat das Spiel so eine Dead-End-Funktion irgendwie, dass du hier in eine Sackgasse kommen kannst irgendwie, wo du nicht mehr weiterkommst? Wäre krass. Wahrscheinlich, oder vielleicht haben sich die Entwickler wohl gedacht, nee, da ist keiner so blöd und geht zurück und geht da nochmal durch. Macht keiner. Das ist so bescheuert, das macht keiner. Was hat zwei Daumen und tut's? Ja, okay. Kann ich hier hochlaufen? Natürlich nicht. Das ist zu glatt und zu glitschig. Da kommen wir nicht hoch. So, jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen irritiert. Kommen wir, ist hier hinten irgendetwas? So, Fokus bringt uns nichts. Auch nicht. Na sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Verändert sich doch irgendetwas und ich sehe es nur nicht? Habe ich es kaputt gemacht? Ja, Chat, sag mal was. bin gerade ein bisschen ratlos. Tatsächlich. Man kann jetzt auch nicht durchlaufen, so nach dem Motto, oh, ist das unsichtbar. Oh, Vorsicht, Splitter. Geht nichts. Beim Haus, wir können mal probieren, beim Haus kannst du kommen. Nope. In die Kiste. Knifflig. Keine Ahnung. Kommen wir denn hier vorne? Kommen wir hier hoch? Nee. Das ist wirklich eklig hier. Also wir kommen ja auch da. Wir kommen ja auch auf den Steg nicht mehr. Wo ist denn hier irgendwas? Stützpfosten sind auch nicht irgendwie so als Tor zu sehen. Kommt man hier hinten lang? Irgendwo ins Nirgendwo? Ja, toll. In so einem Baum hier. Schön. Fokussieren? Nix. Tja, das ist jetzt blöd. Was übersehe ich? Seil, kann ich an dem Seil hoch? Wahrscheinlich nicht. Nein! Das sind wir. Muss ich irgendwas mit den Leichen machen? Küsschen nehmen? Ekelhaft. Wir müssen irgendwie da hoch, zu dieser leuchtenden Hütte. Aber wie? So, wo ist der Kantenmaler, wenn man ihn mal braucht? Jetzt seht's auf immer wieder.
Ne? Das soll man ja kapieren. Wahrscheinlich musste man sich ans äußerste Eckchen der Karte bewegen, irgendwie, damit er sich resettet. Oder irgendwas. So, wie kriegen wir diese Brückenteile jetzt hier runter? Wir können gerne nochmal probieren, hier auf diese Brücke hochzulaufen und da irgendwie... Wahrscheinlich, das waren ja immer ihre Resetpixel, richtig. Dort hinten in der Ecke, können wir da irgendwo... Nee, da kommen wir gar nicht hin. Da kommen wir gar nicht hin. Also hier nochmal hoch. Und eventuell können wir doch irgendwas machen da hinten in der Ecke. Vielleicht runterspringen, irgendetwas. So, bringt uns der Fokus irgendetwas. Okay, hier müssen wir auch was runterkommen. Wir müssen ja durch irgendein Tor schauen, wodurch hier hinten der Turm wieder ganz ist, damit man ihn passieren kann. Samt Brücke. Wir haben jetzt aber hier nur zwei Tore, also... Nee. Nee. So, der ist es ja noch nicht. Haben wir schon gesehen. Und wenn ich durch den anderen durchlaufe, ist hier vorne die Brücke weg. Und die Leiter kaputt. Jetzt könnte man nochmal schauen, ob der... Ah, das siehst du natürlich wieder nicht. Das ist so blöd. Ach, Mann. Nee, ist, glaube ich, auch kaputt, ne? Das sieht unverändert aus. Hm. Knifflig. Okay, die Teile sind genauso transparent wie vorher. Ich denke, dass tatsächlich, also ich glaube, dass hier der Schlüssel ist irgendwie. Durch irgendetwas. Ach, warte mal, wir müssen... Ja, na klar. Hm. You fixed the bridge. Bitch. So, okay, alles klar. War doch ganz einfach. Na Mensch. Das hätten wir auch gleich wissen können. Ja, ich wünschte, ich wäre so clever, dass ich sofort drauf kommen würde. Irgendwie würde euch auf jeden Fall eine Menge Rumlaufzeit ersparen. But I don't. Tatsächlich, das sind so Sachen, die liegen Benny mehr als mir. Ich kann gut sterben in Spielen. Das ist meine Superpower. Das ist meine Skill. Meine Skillung. So, hier ist schon wieder alles schwarz. Jetzt nicht mehr, okay. Oh, ein schöner Grill rein, Mann. Die fällt mir gut. Come to me. Where are you? Oh Gott. I'm here. I'm right here. Are you in there? Was? Raus? Sind wir raus? Ja, ne? Okay, drei Runen warten auf uns. Alter Gott, ne. Find him. You have to find him. The runes. Focus. Focus on the runes. What's that sound? Delia! They're coming for me! Oh Scheiße. Oh Gott. Ach du Scheiße. Nein, Alter, jetzt nach. Nee, bitte nicht. Bitte nicht doch. Wo? Oh nein. Das ist nicht gut. So, ich würde es nochmal probieren. So, komm mal hier lang. So, brennendes Wesen hinten war ja eine Rune, aber wo war sie? Oh Gott. Oh Gott, was ist denn nun? Was jetzt? Was ist los? Nein, es ist auf Zeit.
Oh nein, das ist auf Zeit. Ach du Scheiße. Oh nein. Okay, sie läuft einfach. So. Scheiße. Hier. Na toll. Okay. Ja, wie können wir denn da jetzt entkommen? Das ist doch... Das ist ärgerlich. Krass. Das ist gerade so wie Michael Jackson. Die Moonwalk. Nein, lauf, 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 lauf. Tja, mal eine andere Richtung probieren. Also. Das ist ziemlich knifflig. So, darf er uns vielleicht ja nicht irgendwie erwischen? Also, darf er uns ja nicht sehen? Wo? Oh, scheiße, da ist er. Okay, also er darf uns also nicht erst... Darf uns ja nicht sehen, oder was? Scheiße. Hört er die Ketten? Kann das sein? So, das ist die zweite. Und die dritte war ja irgendwo da ganz am Arsch. Ja, vorsichtig. Ich schätze mal, der hört die Ketten. Scheiße. Scheiße. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Scheiße. So, dritte Rune, haben wir. Haben wir sie? Hat er sie akzeptiert? They want to kill me. Ja. Oh Mann! Hol's ein Tor! Du sagst doch selbst, du kannst gut sterben. Oh komm, Variona, bisschen mehr Motivation bitte für mich! Aber ja, das kann ich gut! Oh, Alter! Senua! Senua! What happened? Blaming me for the plague. They say that I'm cursed. What if they're right? How would they know such a thing? Are they gods? None of us are. They're just people. Good people, but they're scared. They're afraid of what they can't see. Like children scared of the dark. They make up stories to fill the void. It doesn't make them true. What if my father was right? You have to step out of this darkness. Let them see who you really are like I have.
You're not a monster. Ja, tatsächlich ja wirklich so damals gewesen, ne? Aufgrund des Aberglaubens irgendwie, sobald du nur ein bisschen anders warst, irgendwie eine Begabung hattest, irgendwie ein Interesse, Kräuterkunde zum Beispiel, ne? Verbrennt die Hexe! This darkness has made me a monster. What if this is pointless? What if you're wrong? Boah, also die Prüfung haben es wirklich in sich, muss ich sagen. Die sind echt ganz schön krachig. Also, ich weiß jetzt, die war schon knackig, die war jetzt richtig knackig. So, mal schauen, wie die ist. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Light shone from him. Only good things were told of him. Yet he was the first of the gods to die. Durch Kratos. Wie wir ja wissen, aus God of War. Wo? Ah, okay, wir sind auf der anderen Seite jetzt. Okay, Sylvan ist da oben, dann gehen wir mal hin. So, die Beschläge sind halt so sinnlos irgendwie. Ist das so einfach so am Brettende? Komm, wir machen mal Beschlag. Sieht gut aus, komm, so machen wir das. So, mach mal die Brücke runter bitte. Das Holzkonstrukt auf dem Berg ist tatsächlich. Das ist Hel. Das ist das Zentrum von Helheim. So nehme ich das jetzt mal wahr. Oder so würde ich es interpretieren, sagen wir mal so. Oh, was hier? Mutter? Mother. Dip, dip, dip. It's dangerous. Don't go near it. Don't go there. Don't go too close. Oh, weiß ich nicht, Alter. Das ist aber. Where are we? What is this? It's the same. Oh, geil. It's another world. Also, sorry, aber es sieht geil aus. It's lighter. It's nicer. Weil ich könnte mich sofort hinsetzen und hier einfach nur hier hinstarren. Can we stay? Let's stay here. I like the way. It's safe here. It's calm here. It's light. Okay, die Maske fungiert anscheinend ähnlich wie so ein Turm. Das ist einfach die Realität verändert. So ein bisschen wie bei Soul Reaver damals, wie von Legacy of Kain Teil 2. Wo du halt immer geswitcht bist, quasi. Durch die Dimensionen irgendwie, um weiterzukommen. Haben wir übrigens auch demnächst noch ein schönes Spiel, was kommen wird, Medium. So, Essensgong läuten. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world. Fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Swear an oath not to harm her son. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. So, Fokus. So, dann schauen wir mal, wo die jetzt finden. Ich hoffe jetzt nicht, dass wir jetzt zu krass mit der Maske arbeiten müssen, irgendwie, um die zu finden. So, schauen wir mal, ob wir die irgendwie kombinieren. Nope. Warte mal, aber hier, Moment mal. Durch die Fahnen? Ja, nee, müssen sie da oben wehen. Ah, schade.
Erinnert mich gerade an die Witcher-Musik, wenn man nach Skellige kommt. Sehr schön. Ja, der Witcher-Soundtrack war auch halt echt mega. Aber der hat halt ein bisschen mehr Lebensfreude, irgendwie. Der ist jetzt eher so elysische Felder hier irgendwie. Schön auch, zweifelsohne, aber das hat schon wirklich... Ach, geil. Irgendwie diese goldene Licht irgendwie, diese Musik dazu. Die Wellen. Die gut. Finde ich gut, die fehlt mir. So, machen wir Brett auf. Geht natürlich nicht. Okay, wir müssen wahrscheinlich mit der Maske arbeiten. Mal kurz schauen. Nein, geht leider nicht. So kennt sich einer mit der nordischen Mythologie aus, irgendwie, um zu wissen, was da hinten für ein Baum ist? Also, es wird jetzt nicht Yggdrasil sein, geht mal von aus. Die Weltenwäsche? Die Eltenwäsche. Die Weltenesche. Aber irgendwo. Oh, hier ist noch eine Brücke. Okay. Wieso? Warum? Ach, schade. Das ist doof. So, wenn ich jetzt fokussiere... Ach nein, wahrscheinlich muss ich erst rüber und die Brücke runterlassen, ne? Ach, das war doof. Hätte ich mich mal umgucken müssen. Na gut. Nur noch ein bisschen die schöne Musik genießen. Ich denke mal, sobald wir durch die Maske schauen, ist alles wieder so... Ist alles wieder so grau Bielefeld-mäßig irgendwie. So, muss mal Notiz an mich irgendwie Hellblade-Soundtrack besorgen. Original, oder? Das eine ist Samstag, Wochenende und das ist einfach Montag in seiner beschissensten Form. Aber da hinten ist der Tor offen jetzt, oder? Und wir kommen durch. Vielleicht finden wir dort die Rune. Ach, schön, alles sieht aus nach Tim Burton Film hier. Wunderbar. Schön. So. Ich muss erstmal diese. Ja, man könnte jetzt natürlich auch philosophieren, das ist halt jetzt so eine Art Wunschwelt hier, ne? Irgendwie. Wie so ein Third Place irgendwie, wo man sich einfach zurückzieht. Wo alles schön ist. Also das schreit doch alles, als Kippismus hier. Geil. Ach, wir so eine Tafel haben. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senno explored new paths into the unknown. The gods feast and rejoice and amuse themselves by throwing spears and stones at Baldur, striking at him with sword and axe. But he comes to no harm, whatever they do. The gods never cease to wonder at this great marvel. But Loki shapes himself into a woman and asks Baldur's mother, "Is it really true that all things promise to keep him safe?" "I did not ask the mistletoe," Baldur's mother confesses. "I thought it was too young." Oh dear. Oh dear. So, seht ihr es? Ich sehe es noch nicht. Do you remember how he made you feel? Do you remember how he made you feel? Is the secret.
So, ach Gott, ja, wahrscheinlich müssen wir, okay. Jetzt wieder rumlaufen, durch die Maske schauen und dann hier durchkommen eventuell. Der Bielefeld-Filter. Genau. So, ich will mal kurz hier nochmal schauen, ob wir hier einen Runstein finden. Ah, oder? Nee, doch nicht. Dachte noch nicht da. Diese Schnitzereien, Mann, ich finde das so geil. Also klar, die Nordmänner sind jetzt hier natürlich so die, das sind so ein bisschen die Buh-Männer hier in dem Spiel, ne? Ich mal vorsichtig auszudrücken, aber ich finde halt schon diese ganze, die Ästhetik der nordischen Mythologie schon echt wirklich geil. So, jetzt können wir tatsächlich überlegen, ob wir jetzt nochmal runtergehen und durch die Maske schauen. Schnell nochmal auf nach Bielefeld machen und dann hier hinten hoffentlich durchkommen. Okay, jetzt ist er nämlich offen. Dass wir so ins Haus kommen, eventuell. The bridge. You've come this far, but the bridge is broken. There's no way you can fix it. What do you do now, Sam? Das ist aber wirklich ein paar Arschlochstimmen am Start, so. The bridge is broken. Ne, 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 ne. So, gehen wir eben hier lang. Ist auch gar kein Problem für uns. Nobody will love her now. Can you remember what life feels like? Look what happens to the thing she loves. She destroys the thing she loves. Aha. Kommen wir drüben, dann müssen wir ja drüben jetzt durchkommen, ne? I hope so. Die coole an dieser Art der Erzählweise ist irgendwie, dass man immer mit dir führt, du willst eigentlich mehr wissen. Und Scheiße. Sind wir hier irgendwie lang jetzt? Und ist das hier irgendwas? Nope. So, was hat uns das denn jetzt gebracht, hier diese Tür zu öffnen? Dass wenn wir jetzt drüben nochmal durch die Maske schauen, dann ist eigentlich... Das ist unverändert. Hättest du jetzt die andere Maske nehmen müssen? Die hier? Nicht öffnen. Ist ja doch relevant, in welche Richtung die schauen. Aber so stand doch die Maske jetzt ja nicht. Die man doch eigentlich eher nach hier, oder? Ja. Scheiße, müssen sich die Masken nach irgendwohin ausrichten? Ich probiere mal jetzt kurz mal gucken, ob die Maske jetzt weiter wandert. Jetzt ist er noch hier. So, okay, und die schaut. Müssen beide zur Mitte schauen? Okay, also Jojo, du saßt nochmal zurück und durch die andere Maske schauen. Let's do it. Ja, sie schaut immer dorthin, dass du denn den Fokus aufkriegst.
aber... Okay, jetzt zeigt sie halt auf die andere Brücke, ne, damit du die andere Brücke ganz machst. Na, bevor du quasi diese Brücke zerstörst. Dass wir diese Brücke kaputt gemacht haben oder dass auf jeden Fall nicht da ist, zeigt ja, dass wir einen gewissen Progress haben. Wir kommen jetzt hier auch nicht mehr durch das Tor. Heißt, wir können reinlaufen, können nochmal durch die andere Maske schauen und mal gucken, was denn passiert. Vorausgesetzt, die Masken agieren als eine Art Kombination miteinander, dass sie quasi, wenn du sie einzeln aktivierst, ein anderes Ergebnis haben, als wenn du sie beide aktiviert hast. So ist jetzt die Theorie, ne? So, ich werde gleich mal Streichhölzer aneinander legen, damit ich hier überhaupt noch klarkomme. Also, das ist ja Wahnsinn. Klingt aus. Das ist mir einfach zu hoch. So, okay. Gut, na dann. Ja. Das hat sich nicht wirklich weit geändert, oder? Wir laufen jetzt hier durch. Hä? Das ist... Und hier ist zu. Your curse has claimed Dillian. Poor Dillian. He didn't know. So viel zur Theorie. Ja, naja, gut, ne? Das war eine Idee. Das war ein Versuch. So, ihr Lieben, haut mal was raus. Habt da so eine Prüfungsängste.